Du hast Probleme mit unseren Übungen. Du hast lange nicht gedehnt, kein Krafttraining gemacht, du weißt gar nicht, wie du da dran sollst. Dann ist dieses Video genau richtig für dich, denn du erfährst alles, wie du dich langsam reinarbeiten kannst, bis es wunderbar klappt. Wie das geht, zeige ich dir an zwei Beispielen zusammen mit Ina. Wir haben uns eine Übung rausgesucht, erstmal die für die Rückseite der Beine. Also da ist die Anweisung, ist die Beine sind gestreckt. Und jetzt geht es ums linke Bein, das heißt, das rechte Bein kann irgendwie neutral bleiben. Und jetzt fängt das Problem schon an, weil es gibt ja Menschen, die können so gar nicht sitzen. Die müssen sich hinten abstützen, um überhaupt so sitzen zu können, weil es sonst zu anstrengend ist. Ja? Jetzt ist aber das Problem, die Anweisung ist, zieh den Fuß Richtung Knie. Aber mit was sollst du ihn ziehen? Eigentlich mit den Händen. Aber selbst wenn du aufrecht sitzt, kommst du mit den Händen nicht dran, weil du zu ungedehnt bist. Ja? Und das Sitzen macht dir ein Riesenproblem, weil die Muskeln, die hier oben zu kurz sind, ziehen dich alle zurück. In dem Moment gehst du einfach auf den Stuhl. Ina, geh mal auf den Stuhl, dann zeigen wir das mal. Selbe Position. Das linke Bein ist gestreckt. Und jetzt ist das Sitzen geregelt. Ja, also sitzen kannst du jetzt. Geh nicht zu nah an die Kante. Ja, auch du zu Hause nicht, dass es nicht runterrutscht, das kann Verletzungen geben, gell? Immer schon sicher sitzen. So, aber jetzt greif mal deinen Fuß. Geht ja wieder nicht, weil du kommst nicht dran. Und jetzt musst du dir den Arm verlängern. Jetzt kannst du auch ein Handtuch nehmen oder einen Gürtel der entsprechenden Länge, weil damit verlängerst du jetzt deine Arme. Ina, ich bitte dich darum, verlängere mal deine Arme. So kommst du gerade so dran wahrscheinlich. Und jetzt streck dein Bein. Jawohl. Und jetzt ist ja die Anweisung, jetzt musst du ins Hohlkreuz gehen. Ina, geh ins Hohlkreuz. Und jetzt kann es sein, dass du weiter gar nicht nach unten kommst und jetzt schon eine sehr starke Dehnung hier hast. Ja, bleib mal so. Aber die Übung funktioniert jetzt, weil das, worum es geht, das Bein ist gestreckt, der Fuß wird nach hinten gezogen und der Körper geht so weit wie möglich nach vorne. Diese Funktion ist da. Naja, gut. Und der Rest ist dann ein Üben, Üben, Üben. Und irgendwann wirst du dich so weit nach vorne gezogen haben und erarbeitet haben diesen Winkel, stopp, dass du, wenn du spätestens dort bist, jetzt kannst du es im Original auf dem Boden machen. Jetzt gehen wir auf den Boden. Genau. Der Boden hat nämlich im Gegensatz zum Stuhl noch den Vorteil, dass das Bein richtig aufliegen kann. Wenn du überstreckt bist, dann kann hier was drunter gelegt werden, ist eine viel bessere Position und die hast du dir irgendwann erarbeitet, weil dann bist du so weit, dass du so sitzen kannst und nicht das Gefühl hast, dass du überfordert bist, was deinen Rücken angeht. Und dann im Lauf der Monate, Wochen, Monate, wie lange es auch dauert, arbeitest du dich immer weiter nach vorne. Und irgendwann kommt der Moment, und den wirst du nicht vergessen, dann bist du mit deinen Händen vorne an der Fußspitze. Und das ist eigentlich das, ich möchte dich jetzt nicht schocken, aber das ist das, was eigentlich jeder Mensch machen können sollte. Soweit zum ersten Beispiel. Und ich gebe dir noch ein Beispiel, was du dir erarbeiten kannst. Nicht ganz unkompliziert und deswegen eignet sich es gut für dich zum Nachvollziehen. Und zwar in der Anweisung in die Bauchlage gehen. Und jetzt geht es um dein rechtes Bein. Drück die Leiste nach unten und greif deinen rechten Fuß. Ina hat keine Chance. Natürlich tut sie so, ja? Aber egal. Das gibt genug Menschen, die sind genauso am Boden, haben keine Chance, ihren Fuß zu greifen. Was müssen wir also jetzt machen? Ein paar Sachen, weil es gibt noch eine Anweisung. Ina, platziere die rechte Rolle unter deinem Knie. Nee, die Rolle unter dem rechten Knie, so rum. So, und jetzt wird es natürlich kippelig, weil jetzt musst du dir angewöhnen, wie geht das? Ja, legst du sie direkt runter oder gehst du drauf und verschiebst dann deinen Körper. Und alle diese Dinge, mach dir keine Sorgen, ja? Mit jedem Versuch, den du startest, kommst du ein bisschen mehr drauf und hast dann nach 5 bis maximal 10 Versuchen einen wunderbaren Bewegungsablauf, der deinen ganzen Körper trainiert. Also es geht bei dem Ausführen der Übungen auch ums Trainieren, sich entsprechend auszurichten und zu positionieren. Und mit jedem Versuch wird es besser. Deswegen darfst du niemals sagen, ich versuche es und es klappt nicht. Ach, jetzt lasse ich das sein, das ist nichts für mich, das ist zu schwer. Bitte wirf die Flinte niemals ins Korn, so sagt man ja. Ja, sondern versuch es immer nur als einen misslungenen Anfang zu sehen und beim nächsten Mal klappt es besser.
Ja? Ina, und jetzt musst du natürlich, jetzt liegt das Bein auf der Rolle und zusätzlich musst du dein Handtuch oder deine Schlaufe nehmen und musst die um den Fuß schlingen. Jetzt haben natürlich die, die die Schlaufe schon haben, einen Vorteil, weil das ist wesentlich einfacher, als das beim Handtuch zu machen. Gürtel geht auch, aber Gürtel rutscht immer sehr, aber müsst ihr gucken, wie ihr es hinkriegt. Musst du gucken, wie du es hinkriegst. Ja, Ina ist schon geübt drin. Genau, und jetzt kommt die andere Hand nach hinten. Und jetzt sind plötzlich die Arme lang genug, dass man sich in die Dehnung ziehen kann. Also, das muss einfach erarbeitet werden. Schrittchen für Schrittchen erarbeitet werden. Und dann, nach ein paar Wochen, ein paar Monaten, ist die Ina immer geschmeidiger. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Ja, komm immer näher ran, immer näher, noch näher, Ina. Und irgendwann kann man den Fuß greifen. Und auch diesen Moment wirst du nicht vergessen, weil irgendwann denkst du dir, oh, jetzt kann ich endlich den Fuß selbst greifen und da ist dein Bein auch schon viel, viel besser drauf. Ja, soweit zu zwei Beispielen, wie du dich bei den Übungen immer weiter vorarbeiten kannst. Und natürlich tun die auch weh, das haben wir jetzt gar nicht thematisiert, aber so begrenzt, dass du einen wunderbaren Lerneffekt hast. Und du weißt ja, Größe 8, kleiner 10, du musst die Übung regelmäßig machen. Das Regelmäßige, jeden Tag das zu probieren, das macht dich immer fitter. Du wirst eine unglaublich steile Lernkurve haben und die Lerneffekte sind einfach gigantisch. Du musst es nur tun und darfst dich nicht davon abbringen lassen, weil du denkst, boah, das schaffe ich sowieso nicht. Jetzt sind wir soweit durch. Entwickel dich weiter bei deinen Übungen und wenn du anfangs Schwierigkeiten hast, spring ins kalte Wasser. Ja, mach ein Video an, mach eine Übung, probiere und du wirst sehen, es funktioniert genauso, wie ich dir es gesagt habe. Wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann solltest du das jetzt tun und abonniere ihn so, dass du auch die Glocke aktivierst. Dann kriegst du nämlich immer die Info, dass wir ein neues Video veröffentlicht haben. Du kannst abklären, ist es für dich passend oder tust es irgendwie erstmal beiseite. Und wir freuen uns auf einen Kommentar über dieses Video. Noch Fragen, die du hast, noch Anregungen, was auch immer, schreib uns einen Kommentar. Und natürlich, Ina freut sich genauso. Vielen Dank nochmal an die Ina. Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.